Und da sind wir schon wieder, die zwei von der Verkostungsfront. Tatsächlich zwei und tatsächlich Verkostungsfront. Und weil wir ja jetzt nicht irgendwelche Trottel von der Bild-Zeitung sind, die irgendwelchen Leuten bei verzweifelten Rettungsaktionen ein bisschen vor der Nase rumtanzen, hochwichtig, um dann hinterher wegen Verletzung der Pressefreiheit rumzujaulen, werden wir nicht ausgeflogen, sondern müssen Eisen weiter probieren. Wir sind heute angelangt bei Silvana, das erste Mal in diesem Jahr. Das meiste sind tatsächlich große Gewächse, das meiste ist auch aus Franken, aber nicht alles. Ich glaube, es ist ein bisschen Rheinhessen dabei. Das werden wir jetzt aber gleich merken, weil es geht nämlich jetzt schon los. Genau. 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 Schau, sie kann auch reden. Ja. Hi. Ja, für alle, die das nicht mehr wissen. Ihr müsst also nicht zwingend meinem Unsinn zuhören, ihr könnt euch ja auf die Kim konzentrieren. Und ihrem Unsinn zuhören. So, was? 267935. Bin ich noch nicht einmal auf meiner Seite. Jetzt habe ich es nicht verstanden. 267935. So. Das ist recht herbe Nase, gell? So ein bisschen typisch gemüsig. Also ja, es geht in diese Gemüserichtung, aber ich finde es auch recht fest. Ja, ja. Also gemüsig, wie auch so oft schon erklärt, ist überhaupt nicht, in erster Linie mal nicht negativ gemeint. Das gibt es natürlich schon, wenn es nach Komposthaufen riecht und schmeckt oder nach altem Kohl oder so, dann wird es unlustig. Aber ansonsten, und gerade bei Silvana, gehört es halt auch so. Ein bisschen was Gewürziges drin. Ein bisschen Nussbutter, oder nicht? Ganz leicht. Aber ganz leicht. Ja, ganz leicht. Aber nur weil du es bist. Dankeschön. Ja, es ist auch im Mund habe ich das sogar ein bisschen deutlicher. Das ist, die Nussbutter? Ja, das ist relativ schmelzig. So ein bisschen, also das hat so ganz leicht überzogene Reife, habe ich den Eindruck, oder? Das ist so ein bisschen überreif. Ja, das ist es. Das ist auch hinten, das spürt man Alkohol leicht und dann wird das ein bisschen breit. Verliert ein bisschen so seine Struktur, ne? Die Spannung, die er in der Nase noch andeutet. Deswegen passen die 87 schon, ja. Die hier da stehen. Das ist nicht mehr. Ehrlich gesagt habe ich mir am Anfang gedacht, na, ist ein bisschen streng. Ja, ich auch. Aber und jetzt. Garmin stimmt es wieder, ne? Ja, das stimmt. Ja. Da ist dieses nussig-buttrige auch wirklich deutlicher am Garmin. Und dann so gelbe Würze. Überhaupt hat eben so Noten von so leichter Überreife kommen damit. Sonst hatte ich schon Substanz, so ist es nicht. Kannst du dich aufdecken? Jetzt kannst du aufdecken. Das ist das Weingut Arnold. Und zwar ist das der Randersackerer Hohenrot. Großes Gewächs. Das ist insofern ein bisschen schade, weil wir haben ja wahrscheinlich sogar nur dabei, weil die einfacheren Silvaner von ihm ziemlich überzeugend sind. Und der wirkt halt ganz leicht überzogen. Okay. Machen wir weiter. Mhm. 267941. Das ist eine kühlere Nase. Ja. Ein bisschen was rauchig, speckiges noch, so ganz, ganz leichten Reduktionston. Auf dem Speck ist aber ein bisschen frisch gemahlener Pfeffer oben drauf. Ja, da steht drin. Ein paar Pilze angebraten. Das erfindest du doch, wenn ich mir dachte, wir sind fertig mit der Nase, immer noch schiebst du noch was nach. Damit ich nur was Neues schreiben muss. Also, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Das ist heller in der Aromatik, frischer. Das ist schlank, geradlinig.
Naja, schlank. Schlank ist nicht, aber. Hat schon straffer, Substanz. Oder? Aber es ist straff, so eine schöne Säure auch. Ja. Das ist animiert. So einen leichten Jugendton hat es noch, ne? Jugendton hast Jugendton. Du mal. Jugend. Das klang jetzt ganz seltsam. Jugend. Jugendton. Naja, es ist schon noch sehr jugendlich, das ist richtig. Es ist jetzt auch nicht ewig tief, deswegen wäre ich vielleicht dafür auch bei 87 zu bleiben. Ja, ich auch. Aber Trinkspaß ist es mehr als beim Vorgänger, ehrlich gesagt. Es ist geil. Nochmal Arnold. Und das ist jetzt sein Randersackerer Sonnenstuhl. Das ist nicht großes Gewächs, sondern erste Lage 2020. Das andere war 20. Ich dran denken, weil wir haben glaube ich verschiedene Jahre. Nee, das andere war 19. Das große Gewächs war 19. Erste Lage 20. 267408. Jetzt mehr wieder in diese Nussrichtung. Ja. Richtig. Ist überhaupt relativ hell in der ganzen Aromatik. Auch die Farbe ist hell, ne? Ja. Ja, ein bisschen was Florales hat er, ne? Haben die anderen jetzt nicht so gut. Das geht auch am Gaumen so weiter, also mit ganz heller Frucht, so frischen Blütentönen so ein bisschen. Auch der hat natürlich wieder was Pflanzliches, was halt bei Silvaner dazu gehört. Hinten also eine gewisse Mineralik. Ganz so deutlich ist er nicht. Ja. Ist eine Wärme. Die steht auch drin. Etwas Kühles, aber auch was Warmes. Das kannst du ja kaum lesen, weil ich es immer noch so klein habe, ne, die Schrift. So, besser? Ja, danke. Das ist noch ziemlich unentwickelt. Vielleicht müssen wir uns den noch einmal anschauen. Also im Moment finde ich, steht er gut. Kann man aber vorstellen, dass da noch was geht. Also. Ich sehe das eher so, dass sie heute sind die 88 eher knapp. Okay. Aber wenn man sich den Abgang anschaut, dann kann er die schon. Aber viel mehr. Aber wir können uns das Zimmer nochmal anschauen, ist ja kein Problem. Doch, wäre dafür. Dann machen wir das. Wir sind bei Fürst Löwenstein. Das ist Homburger Kalmut, aber nicht das große Gewächs, sondern, also Asphodel, sondern es ist die erste Lage. Jetzt habe ich schon wieder nirgendwo die Preise dazu gesagt, gell? Der kostet 13. Jahrgang? Ja, danke, 20. Ich kann jetzt aber noch ganz schnell die anderen Preise sagen. Das war ja ein Produzent, habe ich die auf einer Seite, denke ich. Na komm. Also, das große Gewächs hat gekostet oder kostet noch 24. Die erste Lage aus dem Sonnenstuhl kostet 14. Haben wir das auch erledigt? Machen wir weiter. Machen wir weiter. 267937. Gut. Wenn übrigens ich einen schiefen Blick habe, dann liegt es nicht daran, dass wir heute außergewöhnlich viel schlucken, sondern dass ich mir die Brille verbogen habe. Nur, dass es wisst. Jetzt wisst ihr, auf was er starren könnte. Ist die Brille schief? Wenn du nicht die ganze Zeit dran rumfummeln würdest, würde es bestimmt auch niemanden auffallen. Ne? Ich sag nichts. Das ist auch sehr jugendlich, gell? Ja. Bisschen floraler. Ja, und es ist halt so jung, da geht die Frucht noch so ganz, ganz leicht ins, naja, Dropsige ist übertrieben, aber es ist halt noch, naja, ein bisschen an Drops. Sehr fruchtig. Schon.
So ein bisschen Eiszucker. Mhm. Ne? Ja, das ist kühl, klar, geschliffen, feinsaftig, frisch. Auch animierend eigentlich, ne? Ist auch nicht ewig tief. Nee. 7. Ja. Aber es macht Trinkspaß. Vor allem, wenn das jetzt, ein bisschen reift. Also, jetzt wenn ich sage Herbst, das ist ja gleich. Also nächste ja, Woche. Bis Ende des Jahres. Anfang nächster Woche ist Herbst. Mhm. Aber sagen wir mal, wir fangen im Februar das Trinken an oder im März jetzt dann, wenn die ersten wärmeren Tage wieder kommen, dann fängt es an Spaß zu machen. Ja, ich mache dich mal ein bisschen übertrieben, aber das schmeckt halt. So, jetzt. Du kannst schon immer aufdecken, du musst ja auf mich warten, ich sehe es ja eh nicht. Außerdem bin ich ja dann schon am blöd daherreden. Das ist noch einmal Arnold und das ist sein 20er Silvaner Trocken Nummer 7, der aus der Reihe tanzt. Preislich auch, der kostet nämlich 12. 268433. Na. Wieder recht kühl. Ja, kühl, tendenziell hell. Das hat jetzt aber nicht diese leicht dropsigen Töne. Das geht eher in dieses pflanzliche. Das ist frisch pflanzlich, genau. Das ist eigentlich ziemlich einladend. Am Gaumen zurückhaltende, wenn auch sehr jugendliche Frucht. Auch wieder ganz hell, ganz feinen Saft. Ziemlich schlank und kühl. Das hat was Animierendes. Das ist animierend, ja. Das macht Lust auf mehr. Ja. Das hat auch mehr Tiefe als der Vorgänger, ne? Ja, ich finde jetzt auch ein Pünktchen mehr. Noch eins mehr? Hm? Das hat er schon 88. Du bist echt noch mehr? Hm. Bist halt ein wenig großzügig. Vielleicht. Ich schlage mich jetzt auch nicht drum, aber ich würde ihm ein Pünktchen mehr geben. Ich mag den Zug, den er hat. Das hat er. Gar keine Frage. Aber es ist jetzt... Ja, er ist nicht ewig tief. Nicht ewig tief und nicht ewig komplex. Also, wir können uns gerne morgen nochmal anschauen. Aber ich wäre heute schon für die 88, aber für 88, die richtig Spaß machen. Dürfen wir jetzt nicht ganz vergessen. Wir jammern ja schon wieder auf hohem Niveau. Oh, nimmst du den Ausgießer raus? Wir sind 3 Wochen nicht da und da gibt es schon wieder lauter Pannen. Das ist Johann Ruck. Das ist Julius Echterberg, in diesem Fall auch die erste Lage und nicht das große Gewächs. Das kommt ja in Franken zurzeit noch etwas öfter vor, dass die große Gewächslagen es auch in erstes Gewächsform gibt. 379324. So irritierend das manchmal auch sein mag. Ein bisschen verhaltener wie der Vorgänger. Ja, und es hat auch fast so noch so leicht rauchige Reduktionstöne drin. Nicht viel, aber so ein bisschen. Und es hat auch so frische, herbe, pflanzliche Noten, die mir sehr gut gefallen. Mhm. Und schon so ein bisschen was ganz zart, speckiges und auch mineralisches da hinten. Ja, ist auch sehr hell im Mund. Und auch tendenziell kühl. Da kommt wieder. Dieses ganz leicht speckige und rauchige dazu.
ganz leichten, was ganz zu dem Speck ein bisschen Butter noch, ne? Aber ganz frische. Also ganz nicht, dass man glaubt, das ist dann so, das geht irgendwie in die Breite oder das ist warm und mollig, schmelzig, das ist überhaupt nicht. Ja, das steht auch gut da, finde ich. Ja. Bisschen floral. Ja, das habe ich noch nicht drin stehen, aber es ist ein bisschen so Blütentöne kommen da hinten. Das ist das Weingut Schäffer mit dem Escherndorfer Fürstenberg, erste Lage 2020. Der Ruck war auch 2020. Ich habe das fast vergessen. Kost. Warte mal, war das Fürstenberg? Das ja, war Fürstenberg. Wenn wir schauen. Kost 14 Euro. 267402. Das ist fast noch ein bisschen herber. Und noch mehr auf der pflanzlichen Seite, habe ich den Eindruck, oder? Mir fehlt ein bisschen die gelbe Würze in der Beschreibung. Vor allem, das ist für mich sehr deutlich Sellerie. Sellerie und vielleicht so ein bisschen Kohlrabi, aber vor allem Sellerie. Aber das ist fein, das ist überhaupt nichts Rustikales eigentlich. Es wirkt nicht ganz trocken. Das ist auch im Gaumen eine helle Frucht. Und dann der Sellerie geht ein bisschen ins Kandierte. Und hat ein bisschen so Alkoholwärme. Der verschwimmt hin. Also verschwimmt ist schon wieder zu hart, aber es weicht ein bisschen auf, oder nicht? Ja. Das ist halt gerade auch bei solchen Sorten nicht die beste Idee, relativ viel Alkohol zu haben und gleichzeitig, da reichen ja dann 3-4 Gramm Restzucker, dass das so ein bisschen an Kontur verliert. Na. Darum sind es aber bloß 7. Das wird zwar ganz gut halten. Okay, das kennen wir in ganz anderen Qualitäten. Das ist nämlich jetzt tatsächlich der Asphodel. Aber 19 von Fürst Löwenstein. Und es ist echt schade, weil das wirklich ein bisschen zerfließt da hinten. Und da kennen wir ganz andere Jahrgänge, die wesentlich zwingender sind und kompromissloser dabei. Und auch mineralischer, auch da bleibt wenig stehen, gell, da hinten. Ja, ich bin ein bisschen traurig, ja, muss ich sagen. Das ist echt schade. Also es ist halt doch großes Gewächs. Achso, haben wir einen Preis gehabt? Das haben wir vor lauter Quatschen. 35. Das ist ja das Jahr nicht wert. 268431. Ich bin ja eigentlich ein Fan von diesen Weinen. Das ist auch nicht so, dass jetzt da irgendwie von einem Flaschenfehler ausgehen könnte. So, das ist schon in der Nase ein bisschen zwingender wieder, ne? Mhm. Das ist viel straffer in der Nase. So, da ist schon gewisse Mineralik. Ich lese, das war gestern noch ein bisschen käsig, was, wenn Sie so einen Reduktionston haben, öfters einmal vorkommt. Das hat er fast abgelegt heute. Was ja zu erwarten war. Also auch im Gaumen ganz fest und straff. Ich finde ihn total animierend. Der macht richtig Spaß. Mhm.
Da zerfließt halt gar nichts. Das bleibt ganz präzise auf der Schiene, das Ganze. Und es hat Biss, es ist knackig, das hat eine ordentliche Mineralik. So ein bisschen was ganz leicht Rotbeeriges, habe ich den Eindruck, oder? Ja, das stimmt. Aber da steht schon drin, hat Spannung und das stimmt halt. Oh, die Rotbeeren stehen auch drin, muss ich auch gar nichts machen. Jetzt kommen wir langsam in die Nähe von meiner Seite aus. Nicht zu fragen, ob es 8 oder 9 sind. Ja, ich habe mich das auch gefragt. Ich habe die Menschen gedacht, dass ich nicht wirklich fragen muss, wo du jetzt daheim wärst. Na, das ist schon schön. Das animiert vor allem richtig. Wo das noch sehr, sehr jung ist. Ja, das war, das hat mir gestern schon so gefallen. Das ist nochmal Johann Ruck. Und zwar ist es nochmal erste Lage. Das ist der Kronsberg Alte Reben 20. Mal schauen, haben wir da einen Preis? Hallo? 14. Das ist fair. Achso, da haben wir, glaube ich, beim Julius Echterberg habe ich es nicht gesagt. Der kostet 16,50, den wir vorhin hatten. Und es war gestern schon so, dass mir dieses Mal der Kronsberg bisschen besser gefiel als der Julius Echterberg. Das habe ich mir gestern schon gedacht. Aber ein bisschen besser kann er auch sein, innerhalb einer Punktnote immer noch. So, man sagt, der ist mir trotzdem eine Spur lieber. 379, 319. Aber das haben wir jetzt in dem Fall doch geändert, weil du darauf so bestanden hast. Was? Nix. Was? Ja, dass der jetzt 89 hat. Hat er auch verdient? Ja, hat er wirklich verdient. Ich habe ihn ja immer noch. Ich auch. Aber nicht im Glas. Das ist nämlich eine andere Nase. Mhm. Das, die ist ziemlich fest, sehr herb. So auch mehr auf der vegetabilen Seite als fruchtig. Wieder mal so ein Sellerieton, der wirklich so für Silvaner total typisch ist. Aber auch ein bisschen Tabak. So ein bisschen heller, Tabak. Ja, das hat schon ganz ordentlich Substanz, ne? Ist auch wieder so was ganz leicht Buttriges hinten und so ganz eine Spur Candis. Und rote Beeren. Und rote Beeren. Habe ich die drin stehen? Nein. Hm. Das schmeckt auch ganz leicht süßlich, oder? Ja. Das ist jetzt, ich habe am Anfang gedacht, oh, das ist auch mehr. Ist es aber nicht. Es ist aber nicht, es sind 88. Mhm. Ja. Das ist nochmal das Weingut Schäffer und dieses Mal Escherndorfer Lump. Und das hatten wir schon ein paar Mal. Hier auch wiederum die erste Lage, nicht das große Gewächs. Das ja dann auch extra 16,55 irgendwie hast, ne? Genau. Der kostet 14,50. 267,443. Ich meine, das muss man schon immer wieder erwähnen, was da die ersten Lagen bei der Qualität kosten. Das ist nämlich eigentlich nicht viel. Das ist schon sehr fair, was die da verlangen. Ja, ganz herbe Nase. Was Nussiges und Zarthefiges. Gewürziges, oder? Ja, so. Wirklich so diese Brotgewürze, Kümmel und. Genau. Ja. Und was auch immer das noch ist. So getrockneter Koriander. Hm? Ich finde, es riecht auch ein bisschen nach Salz. Ich weiß genau, was du meinst. Klingt natürlich trotzdem blöd, weil man immer sagt, Salz kann man nicht riechen. Aber ich weiß exakt, was du meinst. Diese Fenchelsamen. Mhm. Also klingt blöd, aber es riecht sehr fränkisch. Also wie so ein fränkisches Bauernbrot mit den entsprechenden Gewürzen in der Rinde. So riecht es. Natürlich kriege ich Hunger.
Ja, aber es kommen eh so diese leicht hefigen und dann fast ein bisschen an Roggen erinnernden Noten dazu. Das ist, diese Brotassoziation ist echt. Ja, jetzt will ich in der Wurst und einen Käse noch dazu. Ja, klar. Interessant. Das ist nämlich ähnlich wie beim Vorgänger. Das riecht sehr herb und ist doch ganz leicht süßlich am Gaumen. Ja. Ne? Ja, es geht aber auch ein bisschen in dieses Schmelzige rein. Ja, steht auch drin. Es hat schon trotzdem auch einen gewissen Säurebiss. Mhm. Aber dann so einen leicht trocknenden Gerbstoff, das ist nicht so perfekt. Das hat Mordsubstanz, aber es ist halt nicht so perfekt zusammengesetzt im Moment. Das sollte man sich vielleicht morgen nochmal anschauen. Ja. Denn dadurch animiert es halt nicht so, wie wir es heute auch schon hatten, ne? Ja, im Moment tendiere ich fast ein bisschen zu einem Punkt weniger. Ich auch. Der steht nämlich bei 89 und jetzt kriegt er nur 8. Aber den schauen wir uns morgen mal an. Das ist... Ich hätte jetzt fast den Verdacht gehabt, das wäre nochmal das gleiche Weingut. Ist es aber ganz und gar nicht, auch eine ganz andere Lage. Das ist nämlich Schmitz Kinder 2020. Das ist großes Gewächs, Randersacker Pfülben. Das ist schade, aber es ist tatsächlich auch so, das merkt man ja dann doch meistens, hinten raus fehlt auch so ein bisschen der Nachdruck und die Feinheiten. Alkohol hat es schon, aber der letzte Schliff für so hohe Wein. Film, großes Gewächs, kostet 27. 379308. Und so diesen Sprung hast du auch nicht gemerkt, gell? Von ersten Lagen jetzt dahin? Leider nicht. Ist mir bei einigen großen Gewächsen so gegangen. Schauen wir mal, wie es bleibt. Ich finde, der richtet es tiefer und wird er fester. Wie die Vorgänger. Und das ist aber nicht 20, so wie das riecht. Das ist auch ein bisschen älter. Und wenn es bloß ein Jahr ist. Und dann haben wir wieder... Sellerie, der nicht drin steht, und Fenchel steht drin. Aber das ist ziemlich fest, ja. Aber eindeutig auf dieser feinen, vegetabilen Seite, das hat kaum Frucht in der Nase. Oder? Ja. Ich wollte eher sagen... Wenn es gar nichts sagt, dann manchmal klingt das wie, was redest denn du für einen Unsinn? Wenn ich gar nichts sage, wie soll das dann nach irgendetwas klingen? Ja, das klingt halt, das kommt so ein dunkler Klang kommt aus dem Nichts. Nein. Nein. Siehst du das? Nein, ich stimme dir zu, das ist nicht auf der fruchtigen Seite. Ich finde, es geht sogar noch ein bisschen tiefer in dieses Erdige rein. Vegetabil, erdig, ein bisschen pilzig, Flechten. Hat er am Gaumen auch. Und jetzt. Ein Waldspaziergang. Ja, und jetzt merkt man wirklich auch einen deutlichen Gewinn an Konzentration. Das ist schon im Ganzen so ein bisschen der rustikalere Stil. Wir hatten es heute schon viel feiner und feingliedriger. Das ist jetzt mehr breitschultrig. Und hat viel Würze. Da ein bisschen was Holziges kommt da hinten mit. Ja, und der hat auch einen Schmelz, aber der Schmelz ist nicht breit. Der ist trotzdem... Es bleibt in der Spur. Genau. Es hat schon hohen Alkohol, aber das ist alles recht gut gepuffert. Mhm. Vor allem, weil der Wein ja relativ viel kann. Es ist recht komplex, das Ganze. Und viel, also was heißt viel, aber schon eine deutliche Mineralik. Ja, ja. Steht schon auch drin. Der steht auch bei 89. Das haben wir ja vorhin schon gesagt, dass wir die 89 jetzt erreicht haben. Die kann auf jeden Fall. Das ist jetzt die Frage, sind es schon 90 oder sind es noch nicht 90? Fragst du mich? Ja, natürlich frage ich auch dich. Ich was denn bei sonst? 90. Ja, bist ja immer die Großzügige. Außer du hast einen strengen Tag, dann bist du halt die Strenge. Also... Im Gegensatz zu mir, der ja da immer ganz, 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 ganz stringent ist. Nein, aber jetzt ernsthaft. Ich finde, er hat 90 verdient. Der hat eine Länge, der hat Substanz, der hat Struktur. Das
der animiert. Er hat eine gewisse Tiefe, die vorhanden ist. Na gut, ein bisschen rauchig ist der hinten. Stört mich aber nicht. Nein, das war ja kein Wolke. Ich finde das sogar animierend, dieses bisschen rauchige, salzige. Ja, also holen muss ich mir selber. Ja. So, das ist wieder ein großes Gewächs aus dem Jahrgang 2019. Das ist der Üphöfer Julius Echterberg vom Julius Spital. La kostet 30 Euro. Bisschen kühler wirkend. Touch floraler, oder nicht? Mhm. Ja, überhaupt auch heller und ein bisschen frischer. Wir haben auch da wieder so ein helles Wurzelgemüse drin und Fencheltöne. Ein bisschen Radieschen. Radieschen. Das ist interessanterweise, obwohl du dich versprochen hast, weil du das R im Mund hattest, habe ich schon an Radieschen gedacht. Kann ich natürlich jetzt immer behaupten, ne? Ich will damit nur sagen, dass wir zwei Trottel ein Gedanke sind. Das ist doch gut. Aber das stimmt. Dieser Radieschenton, das ist so deutlich. Und das hat, aber der bringt so eine Frische damit rein, ne? Und dann so was ganz zart weiß-pfeffriges dazu. Ich finde es, das ist zwar eine reife Frucht, aber ich finde sie geschliffen und du hast Kraft, du hast ein bisschen was Warmes, aber dann kommt auch wieder dieses Kühle. Vor allem ist das, ist das bei dem Wein anders, als wir das in anderen Situationen schon oft hatten, dass die Weine erst fester wirken und dann weicher und breiter werden. Der hat gestern wärmer gewirkt und hat jetzt angezogen. Das finde ich sehr gut dahin raus, diese ganz feine, wieder an Radieschen erinnernde Frucht mit ganz zarten Pfeffernoten, ganz kühler, zurückhaltender, knochentrockener Frucht. Da reichen mir 89. Ja, ich hab extra eine Sprachpause gemacht, damit du da eine 90 rein, aber du sagst lange nicht, du bist ja eher für noch mehr. Ich bin bei 91. Ja, dann gibt's einen morgen nochmal. Ja. Wie du willst. Wie du das möchtest. Sag mal. Ja, das ist... jetzt interessant, dass die beide hintereinander stehen, weil da merkt man halt deutlich, dass der Würzburger Stein immer mehr auf der finessenreichen Seite ist und auf der frischeren, während die Eschendorfer Geschichten und die Iphöfer Geschichten ein bisschen mehr Wärme mitbringen und mehr Power. Den wenig Alkohol, das ist auch nicht 13,5, aber das schmeckt gar nicht so raus. Das ist so dazu ein Frische gewonnen. Vielleicht hast du ja recht. Aber nur vielleicht. Wenn wir morgen feststellen. Ich schlafe da nochmal drüber und dann schaue ich, ob ich dir recht geben will oder nicht. Gut. 267, 244. Aber der Nachhall ist schön. Das muss man schon sagen. Der ist auch lang. Ja, sag ich doch. Das ist, glaubst du, was ich mit Nachhall meine? Und der drückt so nach. Ohne eben zu warm und zu breit zu werden. Also es bleibt auch hinten frisch. Ja, vielleicht hast du echt recht. Das ist jetzt ja. Auf der gemüsigeren Seite. Genau. So sehe ich das schon auch. Das erinnert mich an was und ich komme nicht drauf.
eigentlich sind wir da ja schon wieder bei Fenchel und nicht beim Samen, sondern bei frischen. Ist das Fenchel? Ich bin's mal. Naja, was auch, wo das auch hingeht ein bisschen, ist Kohlrabi. Dankeschön, den habe ich gesucht, ja. Das kommt ja bei Silvana auch relativ häufig vor. Aber auch ganz frischer Kohlrabi und da ist so ein ganz kleines bisschen Olivenöl drauf und Pfeffer. Hm? Mit Karotten. Mit Karotten? Kohlrabi habe ich geschrieben. Klar, Karotten. Karotten. Mhm. Aber ganz frische. Naja, das ist halt, das ist Wurzelgemüsige, das ist halt, ja. Mir fehlt ein bisschen die Süße im Geruch und im Duft von Karotten, aber gut. Was weiß ich schon. Das ist jedenfalls eine ganz interessante Nase. Mhm. Irgendwer sprengt da draußen unsere Mülltonne in die Luft. Ja, das ist jetzt wieder mal so ganz, ganz kompromisslos knochentrocken, hell in der ganzen Aromatik. Wieder diese ganz frischen Kohlrabi-Töne. Ne? Das macht total Appetit. Es ist wirklich speichelflussfördernd und total frisch. Es macht hungrig. Ja. Ja, also ich finde ihn wahnsinnig animierend. Und die ganze Zeit schlucken. Ja, also der ist nicht ganz so tief und komplex wie der Vorgänger. Ich glaube jetzt wirklich, dass der Stein vorhin der größere Wein ist. Aber das ist ein Wein, der unheimlichen Spaß macht. Mein Lieblingswein? Ja, einen Lieblingswein machen wir da draus. Danke. Das kannst du auch laut sagen. Das musst du nicht flüstern. Lieblingswein? Ich weiß schon, warum ich dich überhaupt nicht vermisst habe. Wieso? Schwer. Es bleibt bei 89. Es ist nur ein Wein, der totalen Spaß macht. Ja. Es hat jetzt nicht die letzte Tiefe und so und auch nicht die Länge von dem Stein und da fehlt einfach noch eine Dimension. Aber der Wein macht einfach nur Freude. Halt, Moment, eines muss ich noch machen, weil ich glaube ganz so lang, ich würde den nicht so ewig aufheben, sondern so die nächsten 3 Jahre. Mit einem Riesenspaß trinken. Das mit dem Riesenspaß habe ich noch überhaupt nicht gesagt, gell? Gut. Also ich finde, macht Riesenspaß. Komm du haben. Also, das ist Rheinhessen. Kein großes Gewächs, aber es gehört schon in diese Kategorie. Das ist 2020 Silvaner Reserve von Riffel. Kostet 25, also ist auch ein großes Gewächspreis. Zumindest so im Schnitt. Was wollten wir noch sagen zu dem Wein? Er macht total Spaß. Ah, ja, stimmt. Ja. Das hätten wir jetzt fast vergessen. Stimmt. Habe ich schon einen neuen, ja. 379, 398. Sehr pflanzlich auch. Ich finde es fast ein bisschen verschlossen im ersten Moment. Das ist richtig. Na, die Fehler drin. Na, da war noch was Mandeliges auch drinnen. Sehr gut. Ja, das ist ein bisschen Rauchmandel. Ganz anderer Stil wieder, gell? Also fast ein bisschen Zitrusfrucht mit drin, was ja bei Silvana nicht oft vorkommt. Ja, aber weißt du, was ich da auch so
habe das so ein bisschen Marzipan. Also ich habe mich jetzt gerade gefragt, hat der ein bisschen Holz gesehen? So. Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Kommt ja auch, das Rauchige kommt auch hinten raus nochmal. Ja. Das ist schon ein bisschen Holz. Der ist auch, wir hatten das ja, dass er in der Nase schon verschlossen ist, auch im Gaumen wirkt er noch ein wenig unruhig. Das ist noch so ein bisschen, noch nicht ganz zusammengesetzt wirkend. Den schauen wir uns auch mal nochmal an. Ha? Mhm. Ja, ja, dafür. Ja, so machen wir das. Ja, das war jetzt fast klar, weil diese Zitrustöne und diese lebhafte Säure, die hat unter den Silvanern fast ausschließlich Horstsauer mit dem Escherndorfer Lump am Lumpen 1655. Lump dürfen wir, das stimmt ja gar nicht. Großes Gewächs 2020. Haben wir morgen nochmal. Mhm. Steht gerade bei 90. Wird morgen überprüft, ob oben genau. Oder unten oder bleiben. 379-322. Ob er da bleiben darf oder ausgeflogen wird. Ich finde, der wirkt auch ein bisschen verschlossen. Das ist eine Nase, die mir gefällt, die hat sowas in sich Ruhendes. Das ist ja auch nussig, aber das ist nicht, das ist mehr so Haselnuss als Mandel, oder? Das oder täusche ich mich? Ja. Ja, das ist wieder ein bisschen wärmer und schmelziger als der Vorgänger, der ja wirklich viel Biss hatte. Und diese Zitrusfrucht und sowas hatte, das ist jetzt auch wieder nicht ganz trocken, es hat leichte Süße, was Buttriges dabei. Was dadurch, dass es so ineinander, wie soll ich sagen, so wechselwirkt, so ein bisschen für wieder ganz leicht zerfließende Konturen sorgt. Und Kraft und Nachhaltigkeit hat es aber trotzdem, mineralig auch. Ich wollte es gerade sagen, also dieses... wie hast du es vorhin gesagt, bei der Nase in sich ruhende, hätte ich jetzt am Gaumen, also das, der hat eine gewisse Tiefe und die Tiefe, die ruht so in sich und oben drüber ist alles noch so ein bisschen aufgeregt, so kommt mir das vor. Ja, und es hat auch viel Mineralik. Ich glaube, da passen die 90 schon. Das ist schon okay, das ist vielleicht auch nochmal einer, dem am Tag Luft noch ganz gut tun würde. Ja, okay. Das ist noch einmal das Weingut Egon Schäffer. Das ist jetzt tatsächlich der Escherndorfer am Lumpen, 1655, großes Gewächs, 19. Kost, das habe ich jetzt vorhin wieder nicht dazu gesagt, der kostet 27. Der Horst Sauer kostet 27. Beide 27. Ja. Okay. Ja. Ich habe es jetzt so betont, das wäre die eine 27, der andere als die andere 27, gell? Ja, ein bisschen. Aber wurscht. 268, 187. Na. Sehr jugendlich. Ein bisschen rauchig. Ziemlich fest. Nein, Alter, nein, andersrum. So. Also trotz der Jugend finde ich es aber auch schon komplex. Am ja, das ist so dieses rauchige, ganz angedeutete, ganz zarte, florale Noten drin, dann geht es wieder ins Vegetabile, Kräutrige. Ja, das wirkt auch ziemlich komplex, gell? Mhm. Es hat eine Tiefe in der Nase, es hat Dichte.
und was fast ein bisschen Zwingendes, oder? Ich muss ganz mehr als alle anderen. Hm? Ich muss ganz ehrlich gestehen, wie ich das erste Mal ins Glas reingerochen habe, habe ich gemerkt, wow. Aber dann hat mich das immer mehr eingenommen. Hm. Das hat mich neugierig gemacht. Also mir gefällt die Nase sehr, sehr gut. Das geht auch am Gaumen so weiter. Das ist sehr, sehr geschliffen. Das ist in sich geschlossen, das Ganze. Es hat nicht die Unruhe, die der Vorgänger zum Beispiel hatte. Das ist ziemlich dicht. Es hat schon auch einen gewissen Gerbstoff, aber der ist sehr mürb. Da ist also nichts Trockenes dran. Eine ganz feine Säure. Naja, da könnte ich jetzt über 91 nachdenken. 90 hat er schon? Ja, ich ziehe mit. Aber das hat auch hinten raus eine Energie. Das,